Heute spule ich persönlich wieder ein bisschen in die Vergangenheit zurück, denn mit so einem Ding, mit so einem mobilen Arbeitstisch, habe ich tatsächlich angefangen zu werkeln. Auf meinem Hauptkanal habe ich erst ein eigenes Video dazu gemacht, was vielleicht für dich die perfekte Werkbank ist. Deswegen will ich darüber gar nicht so lange sprechen. Heute zeige ich da mal diese Werkbanklösung und werde dazu gleich noch ein bisschen was sagen, wie ich das Ding vor Jahren benutzt habe. Also ziemlich genau so einen Werktisch habe ich damals benutzt. Da war ich so 13, 14 Jahre alt, habe mir kleine Holzteile draufgespannt und konnte die tatsächlich noch, da habe ich wirklich auch nur mit Handwerkzeug gearbeitet. Da durfte ich noch nicht mal mit der Tischkreissäge arbeiten und da habe ich angefangen mit so einer Werkbank. Die schauen wir uns heute an, also viel Spaß beim Video. Auf diesen ganzen Wolfcraft-Produkten finde ich immer, dass es schön erklärt ist, wie man das einzelne Produkt jeweils benutzen kann. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, einen Bohrtisch drauf zu spannen. Hier können wir ein Rundrohr festspannen. Hier können wir einfach ein Brett festspannen, wenn wir einen Laminatboden verlegen. Hier Rundrohr nochmal. Hier können wir uns nochmal festspannen, um Löcher zu bohren. Dann sehen wir auch hier die weiteren Eigenschaften. Das Teil hält zum Beispiel maximal 150 Kilogramm aus. Für die Arbeiten, die hier aufgezeigt sind, ist das auch auf jeden Fall ausreichend. Hier haben wir die Spannweite, wie weit wir etwas spannen können und etwas innen drin festklemmen können und wie weit man das Ganze eben neigt und die Abmaße, wenn es halt eben nicht aufgestellt ist. Diese Videos hier drehen sich ja nicht nur rein um reine Handwerker. Es gibt ja vom Handwerker, Heimwerker, gibt so viele verschiedene Stufen. Wenn du jetzt vielleicht denkst, dass das hier gar nichts für einen Heimwerker ist, dann mag das vielleicht für dich sein, aber es gibt Leute, auch bei mir im Freundeskreis, die machen wirklich gar nicht viel. Und da ist es halt eben praktisch, wenn man eine Möglichkeit hat, etwas festzuspannen. Und das hier ist immer noch eine bessere Lösung als ein reiner Schraubstock, denn beim Schraubstock braucht er auch nochmal einen Tisch. Das hier ist eigentlich, wie gesagt, für Leute, die gar nicht viel machen, ist das hier ein guter Anfang. So, ein paar Tage sind vergangen, seitdem ich die letzte Aufnahme hier von diesem mobilen Arbeitstisch gedreht habe. Und zwar war ich ein bisschen blöd. Ich zeige dir jetzt erstmal, wie man den Tisch hier auf- und abbaut, weil da war ich, wie gesagt, ein bisschen zu tollpatschig für. Als ich alle Teile festgeschraubt habe, war ich gerade zum Schraubermodus und habe mal geschaut, okay, hier die Schraube, die war ein bisschen locker. Und da habe ich mir gedacht, so komm, ich drehe sie gerade alle mal nach, vielleicht waren sie nicht richtig festgeschraubt, aber das war das große Problem und der große Fehler, den ich getan habe, denn dieser Bügel hier, der muss beweglich sein, denn damit arretiert man halt eben alles und baut es auf und wieder ab. Ich zeige dir jetzt mal, wie man das Ding aufbaut. Also der Aufbau ist relativ simpel. Wir können dann einfach unten diesen Fuß nach vorne umklappen. Und dann hören wir es schon, dass es auch einrastet. Das haben wir jetzt schon mal soweit. Dann können wir hier die Schrauben bzw. die Muttern, die Feststellgriffe, können wir lösen und dann können wir hier dieses Teil in die Horizontale bringen. Wenn wir den Tisch jetzt in der Horizontale haben, ich habe mich gerade ein bisschen versprochen, dann ist das Schöne hier an diesem Modell, dass wir den ganz einfach in der Höhe verstellen können. Dafür müssen wir jetzt in dem Fall Exzenter lösen. Hier in dem Fall sind es auch Exzenter. Und dann drücken wir den Tisch einfach mal zu uns. Und dann kommt das Ganze federgelagert nach oben. Die Exzenter sind jetzt noch nicht festgespannt, aber das Ganze hält schon mal. Das waren, wie gesagt, die Probleme, die ich hatte. Ich habe nämlich einfach so im Schraubermodus alle Muttern und Schrauben einfach mal nachgezogen. Manche müssen aber so ein bisschen lose sein, damit sie es halt eben auch bewegen kann. So, jetzt ist das Ganze aufgebaut. Wie bauen wir ihn wieder ab? Ich zeige es mal wieder schnell. Jetzt lösen wir die Exzenter einfach wieder. Und dann schaue ich immer mal, dann muss ich es zu mir ziehen. Und dann kann ich das Ganze runterschieben und das arretiert sich dann auch dort wieder. Die Exzenter kann ich jetzt wieder festziehen. Als nächstes muss ich hier den Tisch wieder in die Schräge bringen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, den ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Und zwar muss man hier diesen Bügel hochziehen. Hier ist auch ein kleiner Aufdruck mit dem Pfeil nach oben. Den muss man nach oben ziehen. Ich stehe auf der falschen Seite. Das Teil muss ich jetzt nach oben ziehen. Und kann jetzt den Fuß unten wieder einklappen. Das Ganze hat hier dann auch einen starren Bügel. Daran kann man es dann auch gut tragen. Denn das Ding ist gar nicht mal so leicht, weil es halt relativ massiv gebaut ist. Ich baue es jetzt aber mal wieder auf, um euch noch ein paar Funktionen zu zeigen. Wenn wir das Ganze aufgebaut haben und der Boden nicht ganz eben ist, dann haben wir hier solche Drehrädchen. Und damit können wir einfach die Füße so ein bisschen arretieren. Ich sag mal, es ist ein cooles Feature. Aber in meinem Fall würde ich ihn dann einfach so ein bisschen verrücken, dass er dann gerade steht. Aber wir haben hier schon mal die Möglichkeit, den wirklich auch an den Boden anzupassen. Dann haben wir hier oben die Auflagefläche. Ich habe es ein bisschen zermackt, als ich da ein bisschen rumprobiert habe. Da habe ich das nämlich, glaube ich, 10-mal rumgedreht und so weiter und so fort. Deswegen habe ich hier leider die Oberfläche ein bisschen vermackt. Ich kann jetzt hier oben diesen Tisch einfach mit den Kurbeln aufdrehen. Und dann gibt es hier verschiedene Aufsätze, mit denen man dann halt eben Dinge
festspannen kann. Und jetzt haben wir zum Beispiel dieses Teil ja schon mal festgespannt. Diese Spannklötze haben auch verschiedene Formen, beziehungsweise auf den Seiten verschiedene Formen, dass wir hier auch zum Beispiel runde Sachen senkrecht einspannen können. Hier haben wir aber noch ein cooles Feature, und zwar können wir auch rundes Material spannen, und zwar sind dafür hier diese Teile. So können wir dann zum Beispiel jetzt hier dieses Rundrohr zwischen dem Spannarm hier direkt einspannen. Ich habe es auch mal bewusst einfach hier auf der einen Seite gespannt, weil die müssen nicht immer komplett parallel sein. Damit kann man schon zu Hause, wenn man zum Beispiel an etwas was schrauben muss oder weiteres, kann man das schon mal ganz gut spannen. Natürlich werden jetzt wahrscheinlich einige schreiben, Philipp, du hast doch so eine riesen Werkstatt, warum brauchst du sowas? Ich werde das hier in meiner Werkstatt wahrscheinlich nicht wirklich brauchen. In meinen Augen ist das hier cool, wenn man unterwegs ist, wenn ich mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt bin und dann hier einfach was festspannen möchte, um dann daran etwas zu gravieren oder irgendwas anderes. Hier in dieser großen Werkstatt, da habe ich natürlich ganz viele andere passende Dinge, zum Beispiel hinten diesen Schraubstock, den ich jetzt neu gebaut habe. Aber natürlich ist dieses Produkt nicht für jeden was. Wenn ihr eine gut ausgestattete Werkstatt habt, ist das hier nice to have, aber natürlich kein Minimum. Aber es gibt auch Leute, die haben keine Werkstatt, die haben keinen Werkraum, die haben einfach eine Garage, die haben ein Auto, an dem sie jetzt vielleicht irgendwie ein Bauteil abnehmen müssen und das hier draufspannen wollen, um dann ein Loch zu bohren. Für so Leute ist hier dieses Teil einfach praktisch, weil ihr habt einfach eine kleine Stauraummöglichkeit, die ihr wegpacken könnt, wenn ihr sie nicht braucht. Ihr könnt ja schön in der Höhe verstellen, ihr könnt etwas festspannen. Es muss auch nicht immer eckig sein, es kann auch rund sein. Für, ich sag mal, Heimwerker am Anfangsstadium ist das hier wirklich ideal. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, denn wenn man egal welche Werkbank hat oder man hat egal was für eine Kreissäge hat oder egal was man für einen Schraubstock hat, wenn man sowas hat, ist das alles cool und man kann sich damit meistens helfen, aber es gibt, wie gesagt, Leute, die haben einfach gar nichts. So war es bei mir, als ich noch ganz jung war, da hatte ich auch nichts anderes als so einen Arbeitstisch und ich habe hier drauf einen Bandschleifer geschliffen, ein Stück Brett festgeschnitten, um es dann mit der Stichsäge abzulenken. Genau für sowas ist das einfach super, super gut. Also seid ein bisschen lieb in den Kommentaren und ballert mich nicht voll, mit was für ein böser Mensch ich bin. Es gibt Leute, die werden das Ding hier super, super praktisch finden, weil es einfach Leute gibt, wie schon erwähnt, die haben gar nichts an Werkzeug. Ganz einfach, wenn man gar nichts hat, dann hat man auch nichts, wo man den billigsten Akkuschrauber, egal ob er jetzt billig ist oder nicht, da hat man gar nichts, wo man das drauflegen kann. Und in den meisten Fällen ist es dann irgendein ausrangiertes Stück Möbel, was vorher in der Küche gestanden hat und dann in die Garage gestellt wird. Und das hier ersetzt das schon mal. Und wie gesagt, wenn man gar nichts hat, wird man erstmal zu schätzen wissen, wie gut sowas ist. Und sei es nur, wenn man auf eine Baustelle fährt und kann dann seine Tasse Kaffee in dieser Höhe abstellen und muss nicht irgendwo auf die Fensterbank draufstellen. Ich verlinke dir das Teil natürlich unten in der Videobeschreibung. Hier findest du jetzt noch zwei weitere coole Videos. Oben das Video kann ich dir besonders empfehlen und unten packe ich dir noch ein weiteres schönes Video rein. Ich wünsche dir einen tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.